master was struck down. Yes, that's right. I was stupid and helped say it or do it. The master, he tried to hurt Ven. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the Master. I did need to be watched. I went astray. But no more. Is darkness, but hate and rage. Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Xehanort wants me and Vanitas to fight. Make some kind of keyblade. But the master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. Relax, Ben. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart, all right? I'll always find a way. With the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged, countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade.
okay? Admirably done. I knew this was a journey you could make. Over the unseen wall that divides darkness and light. And I was not wrong, Terra! My friend, Ven. You tell me, Xehanort. What did you do to him? Why? Him a favor and freed the darkness inside him. Alas, poor Ventress never had the fortitude for such strenuous trials. Xehanort! How about you leave the popsicle with me, so you can go have your little fight with Terra? You can't be too happy about him deep-sixing your master. Who are you? You think you two have got some grand role to play? As if. You're only here so that when I finish you off, Terra will succumb to the darkness. So, who wants to go first? Shut up! Oh, so this kiddo thinks he's a full-fledged Keyblade wielder. He's got the angry look down. Go ahead if you want to waste your time. Keep trying to drive us apart with your mind games. It'll never work. Terra will prove to you he's stronger! Aqua! Und da haben wir ihn auch schon. Unser Rematch gegen Bryke, beziehungsweise Aquas erstes Match gegen ihn. Und er hat sich irgendwie ein bisschen verändert. Wow. Und ich meine, nicht nur die neuen Attacken und die Narben, die Terra ihm zugefügt hat, die kennen wir ja schon quasi, auch wenn sie damals ein bisschen bandagiert waren. Ist was anderes hat sich an ihm verändert. Hatte er nicht ein braunes Auge? Also, braune Augen, aber man kann jetzt nur noch von einem Auge reden. Heile mich mit deinen Schüssen, außerdem schleudere ich sie zurück. Das wirkt am besten im Kampf gegen dich, haben wir ja schon bei Terra gesehen. Das mit dem gelben Auge hat eine Story-Relevanz. Man könnte ihn als Versuchskaninchen bzw. als Prototypen, als ersten einer Reihe betrachten. Und es wird erst sehr viel später erklärt. Es könnte schon gut ein Jahr dauern, bis die Erklärung tatsächlich auf YouTube hochgeladen wird. Von daher, naja. Oh, jetzt macht er seinen Finisher, auch eine neue Attacke, die er drauf hat. Eine Attacke, an die wir uns in etwa gewöhnen können, weil wir sie in einem anderen Kingdom Hearts-Spiel noch ein bisschen anders wiedersehen werden. Ja, jetzt geht's los. In einem Kampf gegen drei Parteien, also gegen drei Gegner. Ah, Quatsch. Drei Leute kämpfen insgesamt gegeneinander. Wir als Terra gegen Xehanort und Vanitas. Und ihr seht jetzt das Kommandodeck, mit dem ich mich da letztendlich abgefunden habe. Na, das tust du nicht nochmal, alter Mann. Oh, verdammt. Oh Mann. Mein Kommandodeck besagt offenbar, dass ich mich heilen muss. Und Vanitas kann meine Hassattacke immer noch. I und G. Eis, also. Er kämpft mit Elementarattacken und Feuer. Das kann schon wirklich reichlich schwer werden. Na komm, greif an, Vanitas. Er ist ein bisschen auf einer, weil wir hier gegen zwei Gegner kämpfen, auf einer leichteren KI geeicht. Okay. Das war ein neues Abschlusskommando, nämlich die zweite Überraschung. Wir haben es zwar bekommen im Laufe des Let's Plays, aber noch nicht in Action gesehen. Okay. Und Xehanort kämpft sehr viel mit seinen Blitzen.
Tja, ich schätze mal, ich werde Vanitas noch weiter angreifen. Heilung erstmal. Luftstaccato. Ach Mist, ich wollte ihn in die Luft befördern. Meteor, der wird beiden schaden. Komm schon. Ein bisschen sehr anders. Ein bisschen gefährlicher, um es mal so zu sagen. Jetzt, das war eher eine lasche Version derselben Attacke, könnte man sagen. Er hat ja auch noch eigentlich eher dazugelernt im Laufe von Kingdom Hearts, was dann ja auch 10 Jahre später spielt. So, aber darum kümmern wir uns jetzt nicht weiter. Es geht um das Hier und Jetzt. Jetzt geht es um Bright der Gegenwart, nicht der Vergangenheit. So, ich glaube, du kriegst jetzt erstmal 3 Vollgas ab. Einfach nur, weil wir es haben. Würde ja gerne. Deine Schüsse abwehren geht allerdings nicht, wenn ich unter dir stehe. Komm schon, das ist ein super Kommando gegen deine Schüsse, weil es sie nicht nur reflektiert, sondern dich auch noch währenddessen angreift. Ja, wir haben hier sehr viele Barrierengeräusche. Und ich hoffe, euch gefällt das Kommandoset, mit dem ich jetzt letztendlich entschieden habe, gegen ihn anzutreten. Und dass ich tatsächlich geschafft habe, die Hintergrundmusik auch für die EU-Version auszuschalten. Es ist unglaublich, dass ein Final Mix Cheat auch in der EU-Version funktioniert, obwohl das normalerweise niemals klappt. Naja, egal. So, deswegen kann ich das jedenfalls jetzt alles mit unseren teilweise normal aufgelevelt. Also, das sind alles Kommandos, die wir jetzt in der Hauptstory hatten. Was eine gute Sache ist. Okay, danke fürs Heilen. Das ist ganz gut, dass ich jetzt das Lebenspunkte blocken habe. Auch im Level 1. Es rettet einen gegen Bright wirklich den Hintern. Oh Gott. Ich dachte mir schon, dass einer von beiden jetzt angreift noch im Nachhinein. Und Dreieck, Kreis, Viereck. Schade, es hat mir nur ein paar Preise gegeben. Aber wir sollten damit insgesamt haushalten können. Das dunkle Vollgas. Oh nein. Jetzt macht er nicht ernsthaft auch noch das. Das Dumme ist, Xehanort kann währenddessen auch noch angreifen. Mit anderen Worten, wir sehen uns gerade wirklich 2 Gegnern entgegen, die sehr viel machen können. Meteor, komm. Okay, Achtung. Ich sollte jetzt nicht meine Überraschung machen. Und das versuchen abzuwehren beim nächsten Mal. So, jetzt können wir mit der Überraschung rankommen. Und seine Attacke damit abwehren. So. Für mehr hat es allerdings nicht gereicht. Luftstaccato. Und stirb. Verdammt. Aber das wird nicht klappen. Du siehst, war ich in der Luft und du greifst immer den Boden damit an. Ah, Solum. Versuch doch das hier abzuwehren, Vanitas. Ha! Nein, hast du nicht. Und so, Meteor. Ihr seht schon, ich greife hauptsächlich Vanitas an, aber ich versuche den Kampf auf beide auszuweiten. Und wirre Stunden. Ein neues Abschlusskommando, was ich freigeschaltet habe. Bisschen stark. Wow. Irgendwie komme ich nicht sehr weit mit dem Feuerrad, habe ich das Gefühl. Ich hatte jedenfalls bei Terra nicht solche Probleme, diesen riesigen Geschossen auszuweichen. Naja, sorgt nur für ein bisschen Spannung in diesem Kampf. Meinst du nicht, Bright? Ich kann es nicht mehr sehen. Ob, er macht wieder seinen Finisher. Oh, ich habe ihn mit dem Feuerrad geschadet. Ob seine Lebensanzeige jetzt down ist oder ob er noch einen Balken übrig hat wegen meiner Fertiganzeige. Aber ich glaube, das war schon der letzte Balken. Schade, ich mag es nicht, wenn Kämpfe so schnell gehen. Aber was soll's? Ah. Okay, warte, warte. Ich mag es auch nicht, wenn Kämpfe jetzt schief gehen. Nur um das mal klarzustellen. Okay, wartet, wartet, wartet. Wie schön, dass das auch tatsächlich macht. Du wirst durch deine eigenen Schüsse herniedergehen, wenn das so weitergeht. Ja, und wirre Stunden. Ja, dieses Kommando hat ihm so viel abgezogen beim letzten Mal. Nein, nein, nein. Das hätte schief gehen können. Eisbomber der Woche. I guess. Hätte nicht gedacht, dass ihn das tötet. Okay, fine with me. Ja, lach ruhig, Xehanort. Lach ruhig, so viel du willst. Ich will das Ganze hier ein bisschen spannender halten, deswegen greife ich nicht nur den an, den ich angreifen soll. Ja, ganz recht, es gibt einen, den ich angreifen soll. Ich muss nicht gegen beide kämpfen. Und so. Ich will bloß gegen beide kämpfen, um ein gewisses Gefühl des Sieges zu erringen. Ich meine, ich will ja gewinnen, und zwar gegen beide. Hm. Zu langsam? Hm. Das war aber nicht gerade langsam. Haha, ich habe Xehanort gegen dich benutzt. Das wär's für das hier. Yeah.
I keep forgetting don't mess with Keyblade wielders. But you know what? That just means I made the right choice. Well, he wanted me to buy time, and I'd say he got it. What? Fel! Aqua! Okay, das ist aber nicht, was passieren sollte. Wir sollten der Dunkelheit nicht nachgeben, sondern aufhören, sie zu benutzen. Aber eins ist merkwürdig. Bei Master Arrakis im Kampf haben wir ja mit dem dunklen Impuls gestartet, ne? Aber hier ist es jetzt plötzlich nicht mehr der Fall. Obwohl Terra in der Cutscene eben quasi durchgedreht ist und total von der Dunkelheit besessen war. Xehanort, warum machst du nichts? Dann nutze ich das doch einfach mal. Verdammt, damit habe ich nicht gerechnet. Guter Konter, muss ich sagen. Kannst du noch mehr als kontern? Das geschieht dir recht. Na? Ich hatte gehofft, dass mich das ein bisschen heilt. Aber ich werde nicht meine Heilungskommandos jetzt dafür verschwenden. Wir sehen auch... Muss ich ja jetzt. Wir sehen auch, dass Xehanort jetzt all sein Leben wieder hat. All das, was ich ihm eben abgezogen habe. Naja, aber wir haben eben wirklich beide angegriffen. Einfach nur um den Kampfessinn zu wahren, weil beide waren unsere Gegner. Wieso soll ich mich dann nur auf einen konzentrieren, auch wenn der eine quasi gar nichts macht? Was nicht daran liegt, dass ich zwei Gegner hatte, weil ihr seht euch ihn an. Er ist immer noch am Chillen. Hält sich wohl für zu mächtig, um wirklich richtig gut anzugreifen. Verdammt. Hätte nicht gedacht, dass er das jetzt macht. Er hat einen ziemlich ruhigen Kommandostil. Er ist ja auch alt geworden, nicht mehr in der Blüte seiner Jugend. Aber man merkt, dass er sehr viel abwartet und dann irgendwas mit dem Boden unter meinen Füßen macht. Ich komme mal näher an dich, denn... So, so und so. Nimm die dreifache Überraschung. Ich frage mich, ob jeder diesen Schlüsselschwertsturm kontrollieren kann. Weil sowohl er als auch Vanitas können ihn kontrollieren. Vanitas ist auf ihn geritten und benutzt ihn auch im Kampf gegen Ventus. Dahin bist du also. Ich habe eine Überraschung für dich. So. Habt ihr gerade gesehen, was passiert ist? Ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da weggekommen bin. Durch das Vorrushen von Luftstaccato natürlich. Aber es sah gerade so aus, als hätte ich mich selbst teleportiert. So, nimm das dunkle Folge. Während ich versuche, deinem Sturm auszuweichen, das nicht allzu gut gelingt. Und daran setzen wir jetzt auch Solum hinterher. Hätte wohl nicht dastehen sollen. Ich hätte gedacht, dass er das macht. Sowas in der Art. Noch schon viel zu viel Schaden gegen ihn, das merkt man aber. Aber ich brauche diesen Schaden. Gut gekontert, alter Mann, gut gekontert. Aber wie sieht's mit dem Konter eines Meteoriten aus? Offenbar bist du einfach mal komplett ans andere Spielfeldende geportet. Okay, ach. Hätte gedacht, dass ich mich nochmal treffe. Gut. So. Und er ist wieder weg. Wo ist er diesmal? Da. Ihr seht schon, dieser Kampf ist irgendwie ein bisschen lächerlich, weil andauernd ist er woanders. Okay, das hätte mich leicht töten können. Meteor, dein Stein kommt von unten, meiner von oben und beide treffen nicht wirklich. So, aber jetzt mit... Ich war zu weit weg. Ach so, um es beenden.
Achso, er hatte noch eine Lebensleiste. Ich dachte, das wäre schon fast. Das hat mich nämlich auch dazu angespornt, ein bisschen langsamer zu kämpfen. So, warum fliegt der denn? Der ist gerade ohne Aufhören geflogen einfach. Okay, ich muss erstmal weg von dir. So, mal gucken, was haben wir denn da noch? Eine passende Attacke, ihn zu erledigen, wäre Luftstaccato. Oh, er ist entkommen. Es gibt passendere Attacken, wie zum Beispiel einen Rachestoß, während ich kaum Leben habe. Ich wollte mich heilen. Oh, Entschuldigung. Was er sagte. Jetzt hast du es geschafft, Vanitas. Ventus war noch nie so wütend. Ich habe ein Kommandodeck ausgewählt, was, glaube ich, zu diesem Kampf passen wird. Das Einzige, was ich... Oh ja. Das Einzige, was vielleicht nicht passen könnte, ist die Tatsache, dass, wenn ich in einen Kommandostil gerate, der Kampf vielleicht zu schnell ist. Wir merken, Vanitas hat ein paar neue Attacken, wenn er hier sich wegschleuert. Ich mache erstmal den Mega-Flair, weil damit treffe ich ihn sowieso überall, egal wo er ist. Und jetzt werde ich mich heilen. So. Ach, Mann. Es ist wirklich weniger das Schlüsselschwert Spuren, als die Attacken, die er währenddessen macht, die mich... Habe ich gerade ein neues Abschlusskommando gelernt während dieses Kampfes? Durch zu vieles Heilen wahrscheinlich. Okay. Feuersturz, der wird dich meistens runtertreiben. Oh nein, jetzt wird er sich wieder in die Erde graben. Er hat noch ähnliche Attacken wie gegen Aqua. Also wie er sie gegen Aqua hatte und jetzt auch gegen Terra und so weiter. Er hat ja eben gegen Terra gekämpft. Dementsprechend kann er kein neues Moveset in der Zwischenzeit bekommen haben. Das Einzige, was neu ist, ist, dass er halt jetzt den Schlüsselschwertsturm befehligen kann. Okay, ich nutze den Mega Flare, während du gerade ausgenockt bist und du rennst in die Mine rein. Okay, ich sollte mich nicht zu früh freuen, was das Hey, ich wehre ihn ab angeht. Mein Stellungsspiel sollte mir in diesem Kampf helfen, sein Feuer und allen zu entgehen. Leider ist Ventus Abwehr nicht gerade die beste, was zu vielen Versagen führen könnte, in puncto, ja, Lebenspunkte-Barriere benutzen. Oh nein, ich muss weg hier. Das lief schlecht. Jetzt haben wir schon mal ein klein bisschen Spannung in diesem Kampf, denn ein weiterer Schlag und ich sterbe und er wird meine Hassattacke nicht machen. Der Schlüsselschwertsturm verhindert offenbar, dass er die Hassattacke zu häufig spammt, im Gegensatz zu damals. Aber du wirst trotzdem erstmal den Schlüsselschwertsturm runtergerissen werden, also von ihm. Mist, wollte das Schwert unbedingt machen. Mega Flair. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das getroffen hat. Hat ich auf sein Leben geachtet? Okay, dieser kleine Schlitzer, den er immer zwischendurch macht, ist schon ein großes Problem, weil ich den irgendwie nie ausweiche. Ich könnte den Stellungsspielschlag machen. Wir können das ja gleich mal versuchen. Und so. Währenddessen sind wir nämlich kurz unsterblich. Und wir sind tatsächlich in den Kommandostil geraten. Achtung. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Komm schon. Danke. Und ich komme näher an dich ran, weil ich dachte, du machst meine Hassattacke. Irgendwie willst du jetzt nicht. Du hast sie so oft über das Let's Play gemacht, dass du jetzt irgendwie mich in Sicherheit wiegen wolltest, dass ich jetzt weiß, dass deine Hassattacke kommt und dann überraschst du mich mit etwas völlig Neuem. Das war wahrscheinlich das ganze Let's Play über seine Kampfstrategie. Vanitas, ich hab dich durchschaut. Naja, kannst du mir nicht entgegenbringen. Jetzt, da ich diese Strategie durchschaut habe, gibt es nichts mehr, womit du mich überraschen kannst. Außer du kehrst wieder zur Hassattacke-Spam zurück. Ich mache jetzt das Klingenlicht. Oh Mann, es hat ihn fast besiegt, aber das war gerade sehr riskant. Ich versuche es mit Luftstaccato. Nein, klappt nicht. Feuersturz will ihn sofort erledigen. Rollen wir erstmal und weichen seinen Geschossen aus, weil ich ansonsten sterben werde. Und ich glaube, Feuersturz ist die Lösung. Ich hätte ihn auch totrollen können, dafür wäre sein Leben fast richtig gewesen. Aber nun ja, Vanitas, so oder so war's das jetzt. Diesmal endgültig. Hoffentlich. Together. The Keyblade will be forged! The inverse come from you? It happened when you and I were split into two. The negativity took shape as these monsters. They
are what I feel. A horde of fledgling emotions under my control. I released them in all the worlds I could. Hoping to lure you away from home and isolate you from your master. We needed to make you stronger. The Unversed were the perfect opponents. And better yet, no matter how many times you defeat them, their negativity flows right back into me. You never stood a chance against us, Ventus. And in with a younger, stronger new one. I swore I would survive and be there to see what awaited beyond the Keyblade War. And now it is your darkness that shall be the arc that sustains me! This heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness, and also end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. Your body submits, your heart succumbs. So why does your mind resist? Ja, Xehanort hat sich Terras Körper bemächtigt, aber wir stecken in seiner Rüstung, seinem Willen, das, was von ihm verblieben ist, und werden ihn so jetzt besiegen. Wir beide können ziemlich ähnliche Kommandos. Ich habe ein bisschen darauf geachtet. Na gut, wem hatte ich es nicht mehr. Aber Meteor habe ich deswegen eingepackt mit in mein Kommandoset und Ars Solum. Obwohl beide Attacken eher zulassen, dass ich während der Ausführung dieser Attacken getroffen werden kann. Ich glaube, der Kampf wird sehr darauf laufen, dass ich seine Geschosse wie hier und seine Attacken und so weiter zurücklenke, während ich... Und so. Während ich das Überraschungskommando ausführe. Denn währenddessen habe ich ein paar Unbesiegbarkeitsframes, die ich ausnutzen kann, indem ich bei dessen voller Ausführung erstmal warte. Und wir sehen schon, was Xehanort bzw. Terranort oft machen wird, ist diese Attacke.
Terranort ist in der Lage, etwas zu machen, was ich keinen Kingdom Hearts Charakter jemals sonst habe tun sehen. Er ist in der Lage, sich zu heilen. Und so! Achtung! Ich kann ihm nicht entkommen. Aber diesen Schlag kassiere ich lieber willentlich. Okay, warum habe ich das gemacht? Das wird mich jetzt in eine sehr schlechte Position bringen. Okay, das hätte mich getötet, wäre ich näher dran geblieben. Und so, den letzten Schlag noch abkriegen. Er hat auch ein paar Unbesiegbarkeitsframes, wie wir sehen während dieser Attacken. Weswegen ich ihm nicht schaden konnte, auch so jetzt. Oh Mann, dieses Erdbeben, was er die ganze Zeit loslässt. Gefolgt von einem dunklen Impuls? Also, das Shotlock-Kommando meine ich. Es sind wirklich viele Attacken, die wir von Terra wiedererkennen. Ich habe mich auch bemüht, alle möglichen Attacken von Terra zu zeigen, damit wir hier einen gewissen Wiedererkennungswert haben. War jedenfalls einer meiner Hintergedanken. Natürlich hat es uns auch zur Stärke verholfen. Ich frag mich nur, wieso ich das jetzt nicht abwehren konnte. Er hat sich geheilt. Dann tun wir es ihm gleich. Ich dachte, er würde mich sofort schon treffen, aber die Abwehr hat zum Glück lang genug gewehrt. Und so. Achtung. Nein. Nein. Heilung. Das wird nichts helfen. Ich werde wieder kein Leben haben. So. Viereck und Kreis. Hoffen wir darauf, dass ich die Lebenskugeln einsammeln kann. Gut. Damit können wir jetzt wenigstens einen weiteren Schlag überleben. Ich nehme die Heilung in Kauf. So. Also nehme in Kauf, dass ich dafür getroffen werde. Und dann macht er wieder sein Shotlock-Kommando. Terranort. Terra, du wirst dafür... Nein, Xehanort, sag ich. Muss, meine ich. Aber ich sag Terra. Du wirst dafür bezahlen. Das hier ist eine Meteoritenattacke, wie wir sie nicht kennen. Abwehren geht an einen Punkt der Stage, wo ich nicht viel davon treffen kann. Und guck direkt dorthin. Wenn Terras Abwehr funktioniert leider bloß von vorne im Gegensatz zu Aqua. Bei Ventus ist es ja genauso. Deswegen, nun ja, müssen wir wirklich der Attacke entgegenblicken. Ansonsten bringt es nichts, die Attacke abzuwehren. Und deswegen stellt man sich am besten an den Rand der Stage. Weil man ansonsten ja natürlich überall angegriffen wird. Wow, dem konnte ich irgendwie gut entgehen. Er hat sich wieder geheilt. Aber das wird nicht so bleiben, Terra Nord. Dein Leben wird down gehen. Wir können ihn eigentlich Xehanort nennen. Das bisschen, was von Terra übrig geblieben ist, spielen wir. Auch wenn er jetzt eher eine Art schweigende Rüstung ist. Das Dumme bei dieser Attacke ist, er wird oftmals Meteoriten unter uns erscheinen lassen, die genauso uns Schaden machen und von hinten angreifen. Und ich habe versagt. Nein. Ich hätte beinahe versagt. Ich hatte Glück und hab's noch überlebt. Aber von dieser Attacke getroffen zu werden, ist schon fast wie ein Todesurteil. Ohne Trotzkopf und Dickschädel ist es das sogar. Oh Mann. Danke für das bisschen Heilung. Bin dir sehr verbunden, Terra. Xehanort. Ich sehe mal Terranort. Und so. Du kassierst noch mehr Schläge. Und so. So. Das ist das perfekte Timing, wie man diese Attacke eigentlich abwehren sollte. Wartet. Mist, das ist genauso wenig gut. Jetzt werde ich von überall angegriffen. Ich hoffe, ich kann der Attacke noch irgendwie abwehren, diese Attacke. So, es klappt immerhin. Die meisten Meteoriten hab... Ich wurde nicht getroffen. Na gut, vom letzten noch. Ah. Miese Attacke, er hat auch den Meteorzauber. Und das ist ein Mega-Flair, verdammt. Ah. Die Schlüsselschwertkanone. Auch ein Kommando, was wir, glaube ich, erreichen können mit ihm. Also mit Terra. Aber ich weiß nicht mehr, wie man das fusioniert. Das müsste Megatonnenkanone heißt sie. Und Achtung, Abschlussschlag von meiner Combo. Da kannst du auch Solum spenden, wie du willst. Ich werde übrigens mein Meteor mal gegen dich walten lassen. Und warte mal, du machst gerade wieder die Meteoriten. Genau, die kleinen Meteoren. Die aber immer noch groß und verheerend genug sind, um mich zu töten. Einer wird hinter mich kommen. Okay, ich konnte sie aber abwehren. Ich will dir meinen Arsolo mal entgegenschleudern. Oh Gott, das war eine schlechte Wahl, das hier einzusetzen. Obwohl, eigentlich, es hat sehr viel Schaden gemacht. Wir wurden kaum getroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell zu ihm komme. Wir haben den Kampf fast gewonnen, Leute. Das ist deine letzte Lebensanzeige, oder? Lebensanzeige verschwindet. Das war's! Nimm das, Xehanort, und geh aus Terras Körper raus! I'm glad you're okay. Ben!
Darkness. Fen, you're safe! Fen? Oh! That's not Ben. Correct. I am not Ventus. His heart has become a part of mine now. This Keyblade will open a door. One that leads to all worlds. Then, Keyblade-bearing warriors will flock here from each and every one of them to battle for the light within Kingdom Hearts. And just like the legend says, the Keyblade War will begin. Shut up! I'm sick of your nonsense. Give Ben his heart back. Jetzt kämpfen wir also wieder gegen Vanitas. Nein, Ventus. Nein, Vanitas. Deswegen nehme ich niemals die englische Aussprache von Vanitas. Vanitas. Es klingt einfach zu ähnlich. Oh, das war ein Versehen. Ich habe nur abgewehrt. Ach, egal. Egal. Ich will mich nicht beklagen. Es kommt mir ja gerade recht. Er macht sogar meine Hassattacke. Generell wird der Schockstoß viele Attacken benutzen, die Ventus konnte. Okay. Ja, und auch viele Attacken benutzen, die Vanitas konnte. Er ist das Beste von Vanitas und Ventus zusammen. Und auch was er erzählt hat über den Schlüsselschwertkrieg. Auch all das haben wir in den Xehanort-Berichten inzwischen gelesen. Also wissen wir ganz genau, was Vanitas und Xehanort versuchen zu erreichen. Danke sehr. Er macht jetzt einen sehr starken Angriff. Einen auf der X-Klinge basierenden Angriff. Die X-Klinge hat er ja in der Hand. Und der würde uns sofort auf 1 HP runterbringen. Dank Trotzkopf und Dickschädel würden wir nicht sofort sterben bei diesem Angriff. Oh, mein neues Abschlusskommando, das kennt ihr, glaube ich, gar nicht. Wirre Stunden heißt es. Wow, das erste jedenfalls. Danke für das Extra-Leben. Naja, und jedenfalls, man muss unsterblich sein, um dieser Attacke wirklich entgehen zu können. Das geht entweder mit Mickys Kommando, wie wir gerade gesehen haben. Oh, jetzt ist er die ganze Zeit auf Mickey gegangen mit dem Abtauchen. Oder aber es geht, indem man einen Shotlock gegen ihn einsetzt. Genau, das Eisbombardement. Okay, ich glaube, es ist nicht die beste Attacke gegen ihn. Ich bin währenddessen sehr bewegungsunfähig. Und wenn er sich teleportiert... Wir haben es gesehen. Ich muss jetzt wegrollen. Er ist hinter mir her. Das ist ein Problem. Vor allen Dingen kann er einen Schockstoß machen gleich. Ich muss sofort, wenn ich es höre... Jetzt! Und dann in den Barrierensturz gehen, damit er weder meine Hassattacke macht, noch seine andere. Okay, ich brauche einen Shotlock, um das zu überleben. So, hat geklappt. Weil Mickey hat sein Kommando nicht gemacht. Und in dem Fall braucht man dann einfach nur ein bisschen von einem Shotlock, was uns für eine Sekunde unsterblich macht, um diese Attacke ohne Schaden zu überleben. Und das brauchen wir auch. Nur 2 Heilungskommandos. Das ist nicht optimal, 2 Heilungskommandos zu haben. Wirre Stunden. Das ist schlimm. Weil er wird jetzt wieder nahe mir abtauchen und wenn ich Pech hatte, wäre er aufgetaucht und hätte ihn sofort getötet. Meine Hassattacke. Er greift viel schneller an als der normale Vanitas. Und vor allen Dingen, wenn er den Schockstoß dann einsetzt, also auf mich mit seiner X-Klinge auf mich zugeht. Vor allen Dingen dann habe ich schlechte Karten. Das kann ich gar nicht wirklich abwehren. Mickey macht es wieder nicht. Ich glaube, dann benutzen wir jetzt einen Shotlock gegen ihn. Aber ich werde ihn nicht damit besiegen. Es war eigentlich bloß, um das abzuwehren. Oh oh. Und es hat schon viel zu viel von seinem Leben weggenommen. Mann, jetzt habe ich einen spannenden Kampf verhauen. Achtung. Das war noch gerade im Rahmen des Möglichen. Wir werden ihn gleich mit Feuer töten. So, stirb! Yes, sir!
strength and... You're just wasting your energy. Our union was not finished. And a Keyblade shouldn't stay broken like this. Join me now. We can complete the Keyblade! I've got a better idea. How about I destroy you both? The Keyblade is made of your heart too. If you destroy it, your heart will vanish forever. Whatever it takes. Anything to save Terra and Aqua. It's always about your friends, isn't it? At least I have some. I've become a part of their heart, just as they've become a part of mine. My friends are my power, and I'm theirs. Gut gesprochen, Ventus. Jetzt besiegen wir Vanitas, den Ursprung der Unversierten. Der merkwürdig wie Sora aussieht, wie wir sehen. Und holen uns die andere Hälfte von Ventus' Herz zurück. Oh Mann, er spricht zurück. Es mag zwar die Dunkelheit sein, aber dennoch ist es ein Teil von Ventus, der nicht fehlen darf. Und vor allen Dingen sieht man ja, was passiert, wenn er frei herumläuft. Setzen wir mal das neue Abschlusskommando gegen ihn ein, was wir im Kampf gegen ihn erhalten haben. Aus Zufall total. Naja, warum sollen wir es nicht einsetzen? Wir sind unsterblich und heilen uns zwischendurch. Ich werde weniger auf Kommandos gehen in diesem Kampf, sondern mehr auf meinen Heilungskommandos bleiben. Und das nicht, um die Spannung zu wahren, sondern um zu überleben. Ich nutze mein Heilungskommando. Okay, weg hier. Dem X ausweichen und dem fliegenden X ausweichen. So, wieder auf dem Heilungskommando bleiben. Warten, bis er angreift. Das war mir ziemlich klar, dass er das tun wird. Und auf Heilungsschlag basieren. Das passiert nämlich, wenn ich keine Kommandos nehme. Und das ist die beste Strategie, in den Kampf zu gehen. Es sieht vielleicht nicht so aus, auch wenn er wenig Leben hat. Aber dieser Kampf ist schwer, das sage ich euch. Das könnt ihr mir glauben. Dann nutze ich auch gerne den Kommandostil. Es ist bei diesem Kampf wirklich eine Herausforderung zu überleben. Und ob wir es schaffen werden, ist bis jetzt noch nicht gesagt. Es steht gut, was eine Grundlage ist, aber noch nicht der Weg zum Erfolg. Also noch nicht der Erfolg selbst. Es ist der Weg zum Erfolg. So, Vanitas, aber ich mache ihn gerade ziemlich fertig, muss ich sagen. Das Stellungsspiel gerade war auch ziemlich gut. So, und der Genesungsschlag wird dich besiegen. Was? Ach ja. Zeit, in den freien Fall zu gehen. War es drehen oder X drücken? Es war X drücken. So, und wir schlagen Vanitas jetzt zurück. So, ich schlag jetzt gegen dich. Und hierbei muss ich, glaube ich, drehen oder X drücken? Hierbei muss ich drehen. Das ist jetzt ein Schlagduell gegen Vanitas. Also Ventus gegen Vanitas. Oh nein. Und ich schieße wieder. Es ist nicht leicht. Hier kann man auch sterben und dann muss man den ganzen Kampf wiederholen, logischerweise. Und so, gegen ihn schlagen. Komm schon. Und drehen, drehen, drehen. Ich will jetzt nichts versauen. Es ist schlimm. Es ist schlimm. So, und das war's jetzt, Vanitas. Zeit, dir den Chaos zu machen. Endgültig. Du bist Geschichte. Los!
all haywire! Aqua. Then, one day, I will set this right. This place. I've been here. So warm. I remember now. This is your heart. Consciousness. Fortunately, Mickey found you and Ventus drifting in the lanes between and brought you back to me to receive proper care. I am sorry, but there was no sign of terror. I see. Ventus! The boy's heart is sleeping. When will he wake? I could not say. It is almost as though his heart has left,
Should it return, he may very well wake. Should it not, then he may sleep like this for all eternity. No. I'll keep him safe. Until he wakes. Forever if I have to. I will tell you what your friend needs right now. It is not your protection. He needs you to believe. You see, Ventus's heart hangs in the balance. It sleeps in the place between light and darkness. From all I can perceive, that means he will be looking for a friend, one who believes in him, to show him the way home. Just as long as you love him, then Ventus will be able to find you when he wakes. He can follow that love back to where he belongs. The Realm of Light. Ah. Don't you worry, Aqua. I believe in Ben, too. Gosh, he's been as good a friend to me as anybody. And if both you and me believe in him with all our hearts, then he'll have two lights to follow instead of one. Three lights. Terra. But Terra's gone. Maybe for good. Mm-mm. I think I know how to find him. Ja, hier haben wir im Prinzip noch unsere Zwischenstatistik für das Ende der Aqua-Story. Das Ende der Ventus-Story und das Ende der Terra-Story, da haben wir die Zwischenstatistiken dann auch nochmal. Aber das sind bloß alle die Statistiken von meinem Nachspielen, weil ich ja nichts aus dem Let's Play wirklich abspeichern konnte. Und auch die Berichte und so weiter. Ich habe ja noch nicht die 100% Schatztruhen und Sticker und alles gesucht, deswegen ist es im Prinzip alles nicht weiter wichtig. Ich wollte es nur nochmal einblenden, das ist es, was wir geschafft haben. Hauptsächlich anzumerken, Schwierigkeitsgrad Veteran, so wie es auch gewünscht wurde und so wie wir es auch in jedem Kingdom Hearts Teil möglichst machen werden, sofern er auswählbar ist. Nun gut, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen an dieser Stelle, blende dann noch die Statistik von Terra und Ventus zwischendurch ein, werde aber nichts weiter dazu sagen, weil die jetzt gerade eingeblendet werden, haha, so nach und nach, beziehungsweise eine wurde schon eingeblendet und wahrscheinlich schon weggeblendet. Nun ja, danke fürs Zusehen, kommentieren nicht vergessen, bis zum nächsten Part von Let's Play Kingdom Hearts komplett, der noch nicht Kingdom Hearts 1 sein wird, denn wir sind mit Birth by Sleep noch nicht fertig. Das waren erst 3 von 5 Stories, ganz richtig. Und noch eine Menge Zusatzzeug, was sogar am Anschluss kommt. Es kommt jetzt noch eine Story, dann kommt Zusatzzeug und dann die letzte Story. Also, seid gespannt, wie es weitergeht. Weil, jetzt streiten wir bei der letzten Story zumindest in Final Mix-Territorium ran und auch bei dem Zusatzzeug. Dragline is over and out. Tschüss.